Hallo liebe Leute, groß und klein, es ist mal wieder Grafos Time. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu World of Warcraft. So, bisschen was haben wir hier noch zu erledigen. Denn wie gesagt, die meisten Quests werde ich nur einmal machen. Und wenn wir hier schon chillen, machen wir einfach die Daily hier auch nochmal mit der Frage beantworten. Da gibt es immer 45 Gold und ja, die nehmen wir gerne, oder? So, unsere Frage. Welche Verteidigerin des Scharlachroten Kreuzzuges wurde erschlagen, als sie den Schreckenslord Belteris tötete? Felari Flinkpfeil, Holia Sonnenschild, Jana Blutspeer oder Valea Zwillingsschneid? Boah, keine Ahnung mehr. Das vielleicht? Falsch, nicht euren Weg. Ach, das hat man schon mal. Wie nennt man einen untoten Murloc? Da. Das weiß ich immer. Morghuls. Irgendwie ist das logisch. So. Zack. Zack. Vielen lieben Dank für dieses Geld. So, ja, wir müssen jetzt zuerst mal was essen. Dann brauchen wir noch 20 Elite. Dann brauchen wir noch 3 Rares und 48 Epochensteine. Ja, das wird aber alles ein bisschen dauern fürs Let's Play. Das ist halt nicht so einfach, fürs Let's Play sowas zu machen. Ja, weil das alles halt immer so eine kleine Drop-Chance-Sache ist, leider. Ja, und gegen alle Viecher können wir uns natürlich auch noch nicht anlegen. Ja, ich gehe da immer hinter ihm, denn der macht sonst ein bisschen Schaden. Und alles wollen wir uns nicht gefallen lassen. Und die Katze spinnt ja gerade unten mit meinem Fuß rum. Ja, ihr seht, was da Schaden raushauen. Das ist echt abartig. Ja, jetzt bräuchte nur irgendwann alle daherkommen, einen fetten Schuss setzen und ich wäre schon wieder Geschichte. So. Aus dem Grund heilen wir uns ein bisschen hoch. So, wir haben gemerkt, die Frösche, die sind uns ein wenig überstark. Gut, dann würde ich sagen, reiten wir einfach ein bisschen rum. Vielleicht laufen wir irgendwo Rares rum. Und nebenbei kann ich euch diesen einen Händler da noch zeigen. Ja, eigentlich schon Händler. Er verkauft den Schlüssel. Hier in dieser Höhle kann auch einer sein. Oh, da hinten haben wir einen Schrein. Ach du Scheiße, der ist immun, echt? So, dann werfen wir halt hier mal unsere beiden Sachen an und dann auch die Wölfe. Ja, das einzige Nervige an den Tigern ist immer, dass sie zwischendurch mal so blöd wegspringen. Oder andere springen einfach her. Wow, ach du Scheiße, das wird jetzt ein bisschen hardcore werden. Wow. Nee. Wow. Wow. Nein, tötet mich nicht. Ach du Scheiße. Grafus, was machst du da? Ach du Scheiße. Ja, was passiert denn hier gerade? Kann mir das vielleicht einer sagen? Ja, ich bin ja mehr am Heilen, als was ich da... Ja, jetzt bin ich da. Komm, vergiss es. Boah. Wieso kamen die jetzt auch? Kann man das jetzt einer sagen, wieso die jetzt alle kamen? Keine Ahnung. Das war ja jetzt echt abartig. So. Was haben wir jetzt? Ja, Schaden ist um 25% verringert. Naja. Ja, dich bulle ich nicht nochmal, was irgendein Grund kommen da dann alle daher. Und darauf habe ich ja keinen Bock gesehen. Also wenn man null Schaden macht, und das machen wir inzwischen noch, weil ich einfach scheiß Waffen habe, dann ja, kann man sich hier nicht mit mehr als einen anlegen. Ja, ihr seht hier, viele kleine Kisten und alle sind verschlossen. Man braucht den Schlüssel von Kukurus Schatzkammer. Ja, er ist Meister Kukuru. Ja, bei ihm kann man jetzt kaufen. Ein Schlüssel kostet 500 zeitlose Münzen.
dann bekommt man einen und dann mit dem darf man dann eine Kiste aufmachen. Das ist jetzt so ähnlich, wenn ihr Indiana Jones 3 kennt, mit dem Heiligen Gral. Heiliger Gral. Ja, Heiliger Gral mit dem Becher. Nicht unbedingt hier so die prunkvollsten Truhen oder so wie die haben das beste Zeug drinnen. Ich habe schon auch viel rausgezogen, einfach so aus einer kleinen Mini-Truhe oder hier einfach so die vermooste Truhe und so weiter. Also das ist wirklich sowas von zufällig. Und ja, im Prinzip kann in jeder Ruhe dasselbe drin sein. Man hat zum Beispiel in den Truhen eine höhere Chance, dass dieses Schmuckstück-Item, also für einen Schmuckslot, drinnen ist, das eigentlich 50.000 Münzen kosten würde. Ich muss sagen, ich habe bei den Typen insgesamt schon locker auch um die 50.000 bis 100.000 Münzen geopfert. Das Schmuckstück war nie dabei. Allerdings kann auch ein Haustier drin sein und das habe ich dann bekommen, nachdem ich dann das Haustier hatte, ja, habe ich es einfach aufgegeben. Dann bin ich hier raus, ist mich hier so ein blöder Tiger angesprungen, den haue ich um und was hat der drin, dieses Schmuckstück? Super, oder? Ja, aber so ist das halt. Ach, ihr könnt mich jetzt. Ihr seid mir da zu blöd mit eurer blöden Springerei. Das hält doch keiner. Da kann auch ein Rare drin sein. So. Ja, ich bin jetzt leider kein Koch, also sehe ich es jetzt nicht. Genau hier bei diesen Trümmern liegt die Quest rum für diesen Nudelwagen, den es gibt, jetzt zum Bauen schon. Den man dann im Raid stellen kann. Ja, da ich aber kein Koch bin, ja, hör doch auf, mich anzuspringen. Du verarscht mich gerade, oder? Habt ihr das gesehen? Der ist jetzt ernsthaft da durch den Berg gehopst. Au! Katze! Hat mir jetzt voll in die Zehe gebissen. Ach komm, und dann, ich frage mich, wieso dann immer mehrere dann gleich kommen hier müssen. Ja gut, das Problem ist, mit meinem Manager haue ich die ja innerhalb von ein paar Sekunden um. Ja, und hier quäle ich mich natürlich ab, dass ich die dann irgendwie so schnell wie möglich tot bekomme, ohne dass ich sterbe. Ja, der Blutungs-Debuff, den ich dann natürlich bekomme, der ist halt auch übel. Ja, ihr seht, das ist krank. Das ist einfach so krank. So. Ach so. Ja. Oder, nee, scheiß drauf. Obwohl, hier ist ein Schrein. Ich kann mich jetzt gerade nicht entscheiden. Nee, ärgert mich, dass wir einfach keine scheiß Waffen mal in einer Instanz oder was bekommen hätten. So geht's mir jedes Mal. Da war ich damals mit dem Manager schon so ewig lang 90. Und glaubst, es wird mal irgendwie, es wäre eine coole Blau in einer heroischen Instanz getroppt oder in einer Raid-Instanz gefallen. Ich bin so ewig lang mit deinem grünen Scheiß rumgelaufen, wo dann alle meinten so, was hast denn du noch für ein Mist dann? Ja, sage ich, ja, wenn man einfach Pech hat, dann ist es so. Kann man nichts dran ändern. Das ist halt leider mein übliches Pech mit solchen Sachen immer. Ja, scheiß drauf, ich riskiere jetzt den, weil sonst bekomme ich da irgendwie gar nicht diese 20 Stück zusammen. Was haben wir denn bekommen? Eigentlich eh den coolen Buff. Okay, versuchen wir es nochmal. Ich hoffe jetzt nur, dass da jetzt keine Kleinen daher kommen, weil ich habe irgendwie so das Gefühl, dass der die ruft nach einer gewissen Zeit. So, schauen wir mal, ich werde das jetzt mal beobachten im Chat, ob der da die Kleinen irgendwie mal zur Hilfe ruft oder sowas. So, stellen wir jetzt schon das große Heiltotem, auch wenn wir es noch nicht brauchen, aber das hält uns wenigstens ungefähr bei 100%. Ja, ich sehe, wie lange ich brauche für diese 3 Millionen Leben. Ja, was anders wäre es, wenn Heldentum keinen Cooldown oder sowas hätte und ich das die ganze Zeit benutzen könnte, ja, dann wäre es natürlich einfach beim Questen. So, greife ich aber hin. So, wahrscheinlich ruft es sie nur, wenn ich da irgendwie in der Nähe von denen stehe. Ja, da hätten wir jetzt einen umgebracht, mal einen Elite, unseren ersten. Also ihr seht, fürs Let's Play sind halt leider diese Daily Quests teilweise nicht wirklich geeignet, weil ich einfach ewig lange brauche, um wirklich eine Quest abzuschließen. Besonders wenn man noch, ja, Mistgear hat. Aber irgendwie werden wir schon fertig bekommen. Ja.
Im Prinzip wollte ich euch ja nur diese Insel zeigen, damit ihr die auch mal gesehen habt und wisst, was hier so abgeht. Am liebsten würde ich jetzt ein bisschen rumreiten und vielleicht noch die restlichen drei Rare Mobs da ergattern. Vielleicht habe ich ja da wenigstens ein bisschen Glück. Aber das ist wahrscheinlich wie auf jedem anderen Server auch, die sind dauertot. Ja, ich weiß, da liegt jetzt überall Leder rum, aber ich will jetzt auch nicht überall absitzen, sondern hätte gern da ein paar Rare Mobs noch. Ich schaue dann auch zurück zum Schiff, vielleicht hat das auch zufällig wer gerufen. Oh, ja, der leuchtet auch als Rare auf, der ist für Allianz und Horde ist der aber grün. Das ist ein Rare Händler. Verschwendet nicht meine Der Zeit. verkauft vor allem ja fürs Haustier verschiedene, ja, so wie zum Beispiel hier kann man den mopsigen Streuner verkleiden, dass man ihm einen lustigen Hut oder so aufsetzt. Oder so eine Schleife. Oder dieses magische Leckerli, das werdet ihr wahrscheinlich auch kennen, wenn ihr World of Warcraft spielt, dass plötzlich euer Haustier sehr groß wird. Das macht dieses Leckerli. Einfach Haustier anklicken, Leckerli draufschmeißen, dann wird es doppelt so groß. Hält aber nur so lange an, wie das Haustier draußen ist. Wenn man das Haustier natürlich wegpackt und wieder neu auspackt, ist es natürlich wieder klein. Ja, ist halt auch so eine nette kleine Spielerei, die ich halt auch in meinem Inventar habe. So. Ja, da steht auch so ein besonderer Rare oft rum. Und dann gibt es hier noch diesen Herausfordererstein. Da kann man sich diese Schriftrolle kaufen und ja, da kommen dann auch ein paar Mobs, die man umhauen kann. Ist vor allem für die interessant, die ja da ruffarmen bei Schau Schau. Ja, ich finde, der hat nicht wirklich was im Angebot, bis auf die Mounts, aber pff, im Prinzip, ich kann doch eh nur einen Mount reiten. Also, und ich bin jetzt nicht so der Mount- und Haustiersammler. Außer es ist wirklich mal ein sehr schönes Mount, dass ich sage, ah, okay, das gefällt mir. Hier, wo dieses komische Rauchding und so weiter, Nebelschwaden da aufsteigen, da ruft man dann das Schiff. Da geht man hin, benutzt die Laterne, dann kommt so ein geisterhafter Skelettpirat. Und ja, dann taucht auch schon das Schiff aus. Das hat, glaube ich, keine Ahnung, ich glaube auch 150, 200 Millionen Leben. Es ist nicht viel. Meistens haben da eh 20, 30 Leute drauf. Und man bekommt eh über die Insel verstreut so eine fette Nachricht, dass jetzt das Schiff da ist. Also, ja, man verpasst das ehrlich gesagt nicht wirklich. Und es gibt ja wirklich viele, die halten sich den ganzen Tag hier auf. Und ja, die töten am Tag wahrscheinlich denselben Rare Mob 100.000 Mal. Ja, wie spawnen hier gewisse Rare Mobs, habe ich glaube ich auch noch nicht gesagt. Manche haben irgendwie so einen fixen Timer. Und dann gibt es dann zum Beispiel so eine Rare Schlange, wie der, oder einen Rare Büffel. Oder auch diese Vögel, was wir gesehen haben, da gibt es auch einen Rare Mob davon. Der kommt, wenn man eine gewisse Menge von den kleineren umgebracht hat. Also so wie hier die normalen kleinen Büffel rumlaufen. Wenn man hier, keine Ahnung, eine gewisse Stückzahl getötet hat, dann spawnt die Rare Schlange. Beim Büffel natürlich der Büffel, bei den Schlangen die Schlangen und so weiter. Es kann natürlich auch passieren, wenn hier an dieser Ecke wer viele Büffel killt und da hinten laufen die auch rum und da, dann ist natürlich schon vorgekommen, dass die plötzlich zweimal da war. Einmal ist sie hier wo gespawnt und einmal dann gleich da hinten. Ja, und da konnte man die theoretisch gesehen gleich zweimal hintereinander umhauen. War auch cool, aber irgendwie laufen hier jetzt gerade keine Rares rum. Auf dem Wal drischt auch keiner rein. Oh, die war da. Großschildkröte Zornpanzer, die wäre da gewesen mal. Okay, Muss erst vor kurzem gewesen sein. Hey, mein Leder, geh weg. So, Ja, sieht immer sehr schlecht aus. Da vorne ist der Allianzposten. Aufpassen, nicht zu nah gehen. Denn die Wachen sind sehr, sehr böse. Die hauen so einen frischen 90er wie mich innerhalb von Sekunden auseinander. Und vor allem dann schmeißen die mein Netz auf einen und fesseln dich dann. So, Todesnatt. Ach, sieht echt schlecht aus. Eieieiei. Ich hab sowas geahnt, da musste ich echt Glück haben, dass die ganzen Rares da sind, damit ich das irgendwie fürs Let's Play brauchen kann. Das ist irgendwie schade. Ich will jetzt auch nicht nur rumreiten und ganze Zeit jetzt
5 Folgen lang noch irgendwie ein Rare oder so suchen. Das ist halt leider diese Daily Spots nicht wirklich geeignet. Ich hoffe echt, dass da die Zeit schnell vergeht, dass das Addon dann draußen ist. Hier läuft immer so ein dicker Wurm rum. Der ist auch gerade tot. Da im Wasser ist so ein kleines Wasserelementar, ist auch nicht da. Da in dieser Stadt, da ist so ein Bierelementar. Da sind so kleine, ist ein riesiger Bierkrug, den muss man zuerst kaputt hauen. Und ja, dann kommt das Bierelementar dadurch raus. Naja, sieht alles schlecht aus. Wisst ihr was? Ich habe euch das letzte Mal da oben diese Kiste gezeigt, die da auf den Seilen ist. Da zeige ich euch jetzt, wie man da hinkommt. So, das geht sich jetzt noch aus. Ja, schade. Ich habe leider nicht viel erreicht in dieser Folge. Aber ja, es ist halt ein bisschen, ja, bisschen blöd halt, weil ich so wenig Schaden mache. Jetzt quäle ich mich natürlich bei jedem Elite-Gegner und steht immer 50-50, dass er mich nicht umhaut. Ich meine, ich habe zwar beim ersten alle CDs zur Verfügung, aber wenn ich dann sofort gleich den nächsten angreife, ja, hat natürlich alles noch Cooldown. So, vielleicht ist hier der Blattheiler oder dieser Champion irgendwo unterwegs. Wahrscheinlich aber nicht. Die könnte ich. Nee, die haben sogar 3,5 Millionen. Die sind ja noch schlimmer mit ihren Anstürmen und so. Ja, die haben mich noch schlimmer. Ja, dahinter ist auch ein Händler. PvP-Händler, da spreche Gulan. Den kann ich euch auch zeigen. Ja, das ist jetzt ein Auli. Ich hoffe, der beherrscht sich jetzt, dass ich euch das zeigen kann. Ja, der verkauft vor allem so PvP-Sachen. Das Rauchbrennwerk der ewigen Bein, das bekomme ich mal so um Münzen. Das kann ich dann benutzen, dann so wie der, dann werde ich so rötlich durchsichtig. Das heißt, ich bin auf einem PvE-Server gemarkt, dass mich jeder angreifen kann, auch die eigene Fraktion. Ich muss dann eigene Spieler umbringen und bekomme dann pro Spieler eine blutige Münzen und mit diesen Münzen wiederum kann ich mir dann hier andere Sachen kaufen. Zum Beispiel dieses Haustier um 100 Münzen. Oder dann gibt es ein Reittier um 500. Das heißt, wenn ihr die zwei wollt, müsst ihr schon mindestens 600 Spieler töten. Ja, dann gibt es noch dieses Eid des Feuerwächters. Da steht, genau, das muss ich auch noch extra benutzen. Hält 10 Minuten an. Da hat man eine Chance, dass man eigentlich nur eine Chance, wenn man einen Spielercharakter tötet, dass ich eine Münze bekomme. Also es ist gar nicht sicher. Dann gibt es hier noch das. Damit kann ich mich dann heilen. Ja, muss ich sagen. Dadurch, dass mich das eigentlich nicht so interessiert, habe ich das noch nicht gemacht. Also das sind mal zwei Sachen. Ein Haustier und ein Mount, das ich nicht wirklich mal bekommen werde. Da hinten ist irgendwo was. Moment. Oh, Hulon. Das ist zu Oh oh, weit schnell, entfernt. schnell, schnell, dass wir den noch bekommen. Vor lauter Quatschen hätte ich jetzt nicht gesehen, dass der da ist. So, super. Da haben wir dann schon mal Rare Nummer 3. Vielleicht droppt er ja was Schönes für uns. Und dann gehen wir noch zur Kiste. Und, ach, wieder nur den Umhang. Ach, echt schade, schade, schade. Häutbar, sehr gut. Das Leder ist meins. Und gleich drei Leder drin. Ja, das mag ich auch so an der Insel. Es ist nicht nur ein Leder drin, sondern hier bekommt man gleich mehr. Weil ja wirklich fast alles Elite-Gegner sind. So. Ja, ich werde euch dann auch die ganzen versteckten Orte zeigen. Am besten, das ist, muss ich da dann. Brauche ich eine komplette Folge dazu, wie ich da hinkomme. So, eigentlich wäre jetzt die Folge schon vorbei. Ups, ich bin eins zu tief, ich bin eins zu tief. Ich muss da oben starten. So, hier neben dem Baum, neben diesem Baum muss ich beginnen. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das das nächste Mal. Wenn ich hier stehe, dann weiß ich eh, dass ich zu dieser Kiste darüber rutsche, die verschnürte Schatztruhe. Was ich noch mache, ich benutze den Umhang. Vielleicht ist er ja anders. Das war Crit und Meisterschaft. Crit und Meisterschaft ist genau der gleiche wieder rausgekommen. Super. Ja, inzwischen haben wir auch schon ein bisschen Leder gemacht. Ja, das wird dann auch bald kommen. Oder ich bekomme jetzt ja hier auf der Insel die 350 Leder brauche ich, würde ich brauchen davon. Schon zusammen, dann, ja, machen wir es einfach so. Ja, ich hoffe, diese Folge hat euch wieder gefallen, auch wenn jetzt nicht viel passiert ist.
Ja, ich werde mich jetzt wirklich mal konzentrieren, die ganzen versteckten Schatztruhen alle mal zu finden und zu suchen. Dann seht ihr auch gleich, wo die sind. Da erhoffe ich mir dann noch für die ganzen anderen Slots, wo ich jetzt noch kein Epic habe, hier zum Beispiel die Handschuhe. Oder da vielleicht die Ringe. Was fällt mir noch? Da die Brustrüstung habe ich das auch noch nicht gefunden. Halskette und so weiter. Dass ich mir da auch ein paar bessere Sachen hinhole, dann ja, sollte ich auch mehr Schaden machen. Vielleicht dann auch schauen, dass ich irgendwann genug Münzen zusammenbekomme. Um 10.000 bekomme ich eh schon mal eine Waffe. Dann kaufe ich mir die sofort schon mal. Dann habe ich schon mal eine. Und dann tue ich mich ja auch leichter da beim Monster töten. Ja, wenn euch das gefallen hat, lasst doch einfach eine Bewertung da und schaut doch in der nächsten Folge wieder rein. Also macht's gut. Ciao, euer Grafos.